Deutsche Meisterschaften und ein Weltmeister stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe von HWK TV. Am 9. November traten Deutschlands beste Kfz-Mechatroniker an, um im Bundesentscheid den Besten der Besten zu ermitteln. Einen Tag später, am 10. November, ging es dann für Stuckateurgeselle und Profiboxer Dennis Rohnert um die WM-Krone im Cruisergewicht. Ein Kampf, bei dem das Handwerk mit der Bundesimage-Kampagne mit in den Ring stieg. Doch zunächst geht es nicht in die Boxarena, sondern in die Ausbildungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz, die in diesem Jahr den finalen Bundesentscheid im Kfz-Mechatroniker-Handwerk ausrichtete. Schrauben, analysieren, reparieren standen im Mittelpunkt. Für die insgesamt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging es darum, Fehler zu finden und zu beseitigen. Die Motorleistung fällt plötzlich ab, unerklärliche Qualmentwicklung steigt aus der Haube auf, die automatische Türverriegelung spinnt, der dritte Gang lässt sich nur schwer einlegen und in Rechtskurven vibriert das Lenkrad. Was eher nach Schrottplatz klingt als nach Werkstatt, waren Aufgaben, die gelöst werden mussten. Im Bundesentscheid der Kfz-Mechatroniker ging es für die Landessieger um die handwerkliche Krone. Parallel fand ein Wettbewerb nur für Kfz-Mechatronikerinnen statt, die noch in der Ausbildung stehen. Hier gewann Michelle Marx aus Bruttich-Fankel, die im elterlichen Betrieb durch Kfz-Meister Hubert Marx ausgebildet wird. Der Familienbetrieb unterhält zwei Werkstätten in Ellenz-Poltersdorf und Mesenich. Die 26-jährige Autospezialistin erlangte 884 von 1000 möglichen Punkten und ließ damit die 9 Mitbewerberinnen weit hinter sich. Im Bundesentscheid der Landesbesten mit Annika Müller aus Hamburg stand auch hier eine Frau im Finale, siegte Manuel Krüger aus Thüringen. Bisher die erste Aufgabe war ein Problem an dem Getriebe, was Geräusch gemacht hat beim Scheiden im dritten Gang. Das war herauszufinden, wo der Fehler liegt. Also ich muss hier gerade eine Achsvermessung durchführen und vorher muss man halt gewisse Sachen prüfen, Luftdruck, ob Sachen im Fahrzeug sind, die das Fahrzeug beschweren. Unten gucken, da der Kunde die Beanstandung war, dass er halt über einen Kantstein gebrettert ist. Bei dieser Station ist ein Fehler im ABS-System, dass die ABS-Lampe zeitweise an ist und den Kunden bzw. den Fahrer des Autos darüber informiert, dass ein Fehler im Bremssystem vorliegt. Wir haben jetzt mit dem Tester den Fehlerspeicher ausgelesen. Dementsprechend wurde uns gesagt, dass ein Radrätselsensor eine Fehlfunktion hat. Ich würde mich durchschnittlich einschätzen. Also ich bin ganz gut vorangekommen, ich habe viele Lösungen gehabt, aber manchmal reicht die Zeit einfach nicht. Die 20 Minuten sind meistens zu wenig. Gemischte Gefühle. Ich kann es nicht so beurteilen. Ich lasse mich dann am Ende vom Ergebnis überraschen und mal schauen. Geklappt hat es bis jetzt ganz gut. Bisschen durchwachsen, aber war okay. Und hier an dem Fahrzeug, das Fahrzeug springt nicht an. Und da musste ich halt Fehler suchen in Richtung von der Startanlage. Es kommt drauf an, wo man gerade ist. Ich sage jetzt mal, die Elektronikaufgaben in diesem Fall, die sind sehr gut. Machen eigentlich Spaß, die sind recht gut zu finden. Die Sachen, wo man noch seltener mitgearbeitet hat, wie eine Achsvermessung oder so, die Geräte, die man nicht kennt, da ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Aufgenommen als prima, die Leute sind hier alle okay. Fahrt war anstrengend, ich hatte teilweise einen dichten Stau. Bin 5 Stunden gefahren, knapp 500 Kilometer. Ja, das schlaucht schon. Ja, so die Handwerkskammer gefällt mir sehr gut. Ich sag mal, die Möglichkeiten, hier stehen die Autos und die Werkzeuge, die Einrichtung, die ist wirklich super. Ist halt komplett ungewohnt. Wir hatten in der Ausbildungsstätte, wo ich war, dementsprechend andere Geräte, andere Fahrzeuge. Und da ist es hier schon mal was anderes. Aber es ist auch mal schön, was anderes kennenzulernen, definitiv. Deutscher Meister ist er bereits. Boxer Dennis Rohnert erlangte diesen sportlichen Titel als jüngster deutscher Boxprofi aller Zeiten. Es folgte der WM-Titel nach WBU-Reglement der Junioren. Natürlich der jüngste aller Zeiten. Am 10. November ging es für Dennis Rohnert in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle vor fast 1000 Zuschauern um den Weltmeistertitel im Cruisergewicht. Ein Sieg würde den 14. Erfolg im 14. Profikampf bedeuten. Eine blitzsaubere Serie. Gedanken vor dem Kampf, auf den Rohnert durch Trainer und Manager Detlef Loritz optimal vorbereitet wurde. Ich schalte einfach ab. Ich denke nicht über den Kampf nach. Ich bin ganz konzentriert, ganz ruhig und bevor es dann losgeht, dann fahre ich hoch.
Um 22 Uhr geht es für den 20-jährigen Ausnahmeboxer, der vor wenigen Monaten seine Ausbildung zum Stuckateur erfolgreich beendet hat, dann zum Hauptkampf dieses Abends in den Ring. Dennis Runert geht zur ganz gepflegten Handarbeit über. Aber nicht feingliedrige Stuckelemente finden ihren Platz, sondern Haken und direkte Treffer. Nicht nur 1000 begeisterte Zuschauer begleiten den Handwerksgesellen auf dem Weg zum WM-Titel. Auch die Bundes-Image-Kampagne des Handwerks steht hinter Dennis Runert. Und der steht drauf, wörtlich. Denn der Untergrund des Boxringes strahlt in Blau-Magenta der Kampagne, wie auch die Ringecken. Wir sind Handwerker, wir boxen uns durch, ist in großen Lettern auf der Ringmatte dieses WM-Kampfes zu lesen. Die Handwerkskammer Koblenz unterstützt über ihr Kampagnenengagement Stuckateurgeselle Runert, der bei den kommenden Boxkämpfen mit der Wirtschaftsmacht von nebenan in den Ring steigen wird und so auch zum Botschafter für das Handwerk wird. Die Verbindung ist ideal, denn der Leistungsgedanke und Durchhaltevermögen zählen im Sport wie auch im Handwerk. Und mit dem Titel Meister kann man in beiden Bereichen etwas anfangen. Nach einer Minute und 47 Sekunden in Runde 2 von angesetzten 12 Runden wird es ernst für Kontrahent Ergin Solmaz. Runert beendet die Phase des Abtastens. Wenige Augenblicke später ist Schluss, als die Ecke Solmaz nach einer Verletzung ihres Schützlings das Handtuch schmeißt. Dennis Runert ist Weltmeister. Sieger durch Aufgabe und WBU-Weltmeister im großen Gewicht. Aus Koblenz, Dennis Runert. Ich freue mich immer hier in Koblenz zu boxen und dann nur so wenig zu zeigen und nur 2 Runden zu boxen, ist für mich leider schade. Es hätten 12 Runden sein sollen, 12 Runden Kampf, dann kann man nicht direkt in den ersten beiden Runden alles rausschießen. Das ist unmöglich. So viel Kondition hat niemand. Deshalb muss man sich die Kraft einteilen. Ich hätte in der 6. und 7. Runde hätte ich langsam angefangen, richtig Gas zu geben. Das hier war eigentlich nur grobes Abtasten und wenn man die Chance sieht, reinzuhalten. Mit dem Erfolg dieses Abends hat der Koblenzer einen Sackensprung in der Weltrangliste nach oben gemacht. Dazu und zur WM-Krone herzlichen Glückwunsch. Doch auch hier gilt, wie im Handwerk, auf dem Erreichten lässt sich nicht ausruhen. Doch einer wie Dennis Runert, der als Handwerker wie auch als Sportler ständig an sich arbeitet, hat mit seinen jungen 20 Jahren noch einen großen Weg vor sich. Das Handwerk wird ihn dabei begleiten und unterstützen.